Freunde, was geht? Herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video. Ich habe heute was ganz Besonderes. Ich habe nämlich 2 Wochen auf dieses Paket gewartet. Ich zeige es euch ganz kurz. Dieses Paket packen wir jetzt zusammen aus. Das ist das größte Paket, was ich, glaube ich, überhaupt je bekommen habe aus der neuen Travision-Kollektion. Da ist alles drin, was ich mir ausgesucht habe. Hier schon mal Werbung, Gifted. Ich habe das alles kostenlos bekommen. Heißt nicht, dass ich die Sachen nicht feiere. Ich habe das alles kostenlos bekommen. Wer die Main-Channels auscheckt, weiß, dass ich auch beim Shooting dabei war. Vielen lieben Dank an das Transvision-Team an der Stelle. Lasst dem Video einen Daumen nach oben da. Schreibt einen Kommentar, wie ihr die Sachen findet. Und abonniert den Channel, aktiviert die Glocke, damit ihr kein Video mehr verpasst. Und deshalb würde ich sagen, wir gehen jetzt rein. Oh, okay, wir haben erstmal einen kleinen Brief drin. CR7 oder Pessi. Also man könnte hier, man hätte auch schreiben können, auch falls Alex und du sich das Video anschauen, man hätte auch schreiben können Goat oder Pessi. Keine Ahnung, Bro, ist ja klar, was man dann ankreuzt. Warte, wir machen es direkt. Checkt ihr das? Das ist so viel, Bro. Ich hatte noch nie so ein großes Paket. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Sachen. Also, da bin ich schon am Schwitzen jetzt gerade, Bro. Wir fangen an mit der schwarzen Jorts. Was soll ich sagen? Also, diese Jorts, ich kenne die ja alle schon. Oh, hier ist auch der Karabiner. Ich hatte den Karabiner noch nie in echt. Hier ist auch der Karabiner, wie geil. Richtig edel und so, ne? Voll das kranke Gimmick. Der ist bei jeder Jeans dabei gewesen. Also Jeans-Shorts und aber auch den bei den langen Jeans auf jeden Fall. Also wow, ich finde den super krass. Ich hab nicht gedacht, dass der so, so edel wird. Voll stark. Also hier die Jorts, wie gesagt, ohne Patch. Ich fand irgendwie, dass die schwarze ohne Patch cooler kommt. Die andere mit, zeige ich euch gleich auch. Ich habe die andere nämlich mit Patch genommen. Die Cargo. Die Cargo. Ich glaube, die Cargo war sogar das teuerste Piece, oder? Aus der Kollektion. Hier. Ne? So. Keine Ahnung, die ganzen Taschen brauche ich jetzt, glaube ich, jetzt nicht einzeln vorstellen, was halt das Coole an dieser Hose ist. Man kann die hier absippen und dann halt zu einer Cargo-Shorts machen. Und das ist halt das Ding, was viele nicht checken, dass die so krass ist. Ansonsten ist die eigentlich wie die Bondage-Cargo, nur ohne Bondage. Perfekt für Sommer, ja, sehr, sehr nice. Ich muss tatsächlich sagen, ich finde, die ist eher perfekt für den Herbst. Die ist für diese Herbsttage, wo es zu warm wäre, nur langsam durchzulaufen, aber wo es auch nicht mehr so warm ist, dass man komplett kurze Sachen anziehen kann, weil dieser Stoff halt doch recht dick ist. Ich glaube, man sieht das sogar an der Cam. So, wisst ihr, das ist schon sehr, sehr dick. Schon sehr, 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 sehr dick. Deshalb, ich finde, das ist eher so eine Herbstpants, aber perfekt. Weißt du, was soll ich euch sagen? Ich sag, das ist das coolste Transvision Piece, was hier rausgekommen ist. T-Shirt, so hart, ganz normal. Dann vorne halt dieser Print. Was auch ganz nice ist, ich weiß, darf ich das sagen? So? Ich habe die ganze Zeit nicht gecheckt, was das hier für Prints ist, also was da drauf ist. Ich habe die ganze Zeit gedacht, okay, haben die jetzt einfach so wilden Farbtext genommen, haben das drauf gemacht. Das sind alte Prints von denen, also alte Fotos und alte Prints, wie so in die Jahre gekommen sind und dann darüber einfach diesen neuen Transvision-Schriftzug. Ich finde das ultra nice. Boah, ey. Auspacken ist schon schwer, ne? Ich habe hier schwere Arbeit, Jungs. Das ist richtig schwere Arbeit. Soll mir noch einer sagen, dass ich richtig arbeiten gehen soll? Auch absolutes Brett. Ich habe mich für den Colorway hier entschieden, weil ich fand, dass der irgendwie ein bisschen mehr zu meinem Hautton passt. Was soll ich sagen? Auch geisteskrankes Brett. Geisteskrankes Brett. Diese sun-faded Details, der Stick. Hier, guckt es ganz nah an. So nice. Mit das, also auch eins der krassesten Pieces. Die Jorts. Diesmal mit Patch, wie gesagt. Ich fand, bei der hier sieht das mit Patch ein bisschen cooler aus. Von hinten dieselben Details wie bei der schwarzen eben auch. Nur halt, dass dieses, dieses Distress-Patch noch drauf ist. Auch hier wieder mit dem Karabiner dabei, wie gesagt, wie das Size S, so sandverwaschen, jeansfarbend, sehr, sehr hart, was soll ich euch sagen, kennt man auch, super Teil, liebe ich. Habe ich noch, das ist jetzt, sage ich hier ganz groß, das ist nicht für mich, der gelbe Hoodie, es war eine gute Entscheidung, glaube ich, dass ich den nicht für mich bestellt habe, ich glaube, der hätte mir echt nicht bestanden, hier, so sieht der aus, aber ich sag, der hätte mir nicht gestanden. Fit ist voll gut. Fittet doch super, oder? Bisschen cropped. Ich habe hier noch ein Piece und das ist wirklich mit Abstand, finde ich, das beste Piece aus der kompletten Kollektion und ich würde sogar fast sagen, das ist das Top 3 Pieces, die Transvision je rausgebracht hat. Hier das Longsleeve. Im Sommer schwer mit Longsleeve, aber das ist das perfekte Longsleeve, sag ich durch. Das ist so perfekt, das ist sogar noch cooler als das von Lowlights, finde ich. Das ist so, so nice. Ich freue mich so sehr, das zu tragen, Alter, wow. Das waren alle Sachen.
Das waren alle Transvision Pickups. Ich habe tatsächlich noch zwei Pickups. Einmal die Cargo Shorts aus dem letzten Stream, die ich nicht zeigen konnte, weil der Stream noch einmal abgestürzt ist. Die zeige ich euch gleich nochmal richtig. Und, was ich auch noch nicht gezeigt habe, mein Cardholder. Ich habe nämlich von einem guten Bro einen Cardholder bekommen. Was sagt ihr? Schon sehr, sehr nice. Ich weiß nicht, ob der meinen Cortez-Cardholder ablösen kann, weil der ist schon so... Der ist schon sehr, sehr peak. Der ist schon sehr peak. Aber ich finde den schon sehr, sehr sick. Ich finde den schon sehr, 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 sehr sick. Von Affected, ne? Also von BAP DAO, für die Leute, die ihn kennen. OGs, also OG-Fashion-YouTube-Schauer kennen den auf jeden Fall noch, weil der früher echt lustige Videos gemacht hat. Aber das war von dem. Wollte ich auch mal ganz kurz zeigen. Stimmt, die habe ich ja gar nicht gezeigt. Ich habe mir ja eine Vintage Shorts auch geholt. Die konnte ich letzten Stream leider nicht zeigen, weil der Stream so um die 7 Mal abgestürzt ist. Hier, so sieht die aus, so ein bisschen auf, weiß nicht, geht das schon Richtung Yeezy? Irgendwie sowas in die Richtung, so solche Vibes gibt die mir. So schaut die aus. Die fittet ultra hart. Also alle Leute, die das TikTok gesehen haben, wissen, wie die fittet. Die fittet ultra krass. Da sind halt solche Farb- und Bleicheflecken drauf. Die zu stylen wird sehr schwer, aber ich finde die, also wow. Das ist einer der besten Vintage-Pickups, die ich je gemacht habe. Für, was habe ich bezahlt? Mal kurz nachschauen. Ah, cool, kein Price-Tag dran. War kostenlos. Das Jersey. Ich habe hier nämlich, oha, voll gut. Oh! Hier sieht man es auch. Das ist nämlich von Affected, von BHP DAO. Wieder habe ich ja gestern auch diesen Cardholder gezeigt. Der hat jetzt auch das Trikot rübergeschickt. Liebe Grüße da. Und das schauen wir jetzt mal an, Digga. Ich bin echt gespannt, wie das sein wird. Weil so in Pink habe ich mich noch nie gesehen. Deshalb, könnte krass sein. So sieht das aus. Was sagt er? Ich weiß nicht, ob ich das actually Trikot nennen würde. Irgendwie ist das eher so ein... Volo. Ich zieh es mal ganz kurz an. Ich muss es tragen. Ich muss es angesehen sehen. Was sagt ihr? Kann man das machen, Digga? Fit ist geisteskrank. Guckt euch, das ist perfekt. Perfekt gecroppt. Die Arme sind auf jeden Fall fresh und so. Ah, ne? Die Farbe ist schon sexy, Alter. So, es gibt mir so ein bisschen Ashraf-Vibes. Ich bräuchte jetzt noch diese Casio-Watch mit den pinken Armband. Das wird schon fresh kommen, oder? Er wollte echt extra Arsch zeigen, ja. Farbe steht dir, dankeschön. Naja, das ist das Jersey. Hier vorne mit dem Affected Aufzug. Dann hier FF, da FF. Ansonsten sehr simpel gehalten. Aber ich sag euch ehrlich, ich würde halt eher sagen, das ist so ein... Ich würde es eher als Shirt bezeichnen. Das ist kein Jersey irgendwie für mich. Weil es ist so... Das ist schon sehr angepasst vom Fit her. Das hat nicht mehr so einen Jersey-Charakter, das ist einfach so ein Sportshirt. Wisst ihr, das trägt man so auf dem Golfplatz. Wenn ich irgendwann mal hoffentlich in 5 Jahren schon den Porsche durch die Straßen drücke, dann seht ihr mich genau hier mit auf dem Golfplatz. Dann mache ich den hier so. Wie in Wii Sports damals, wisst ihr? Das würde ich eher sagen. Tiger Woods, ja Mann, Bruder. Mit Tiger Woods chill ich da und zock da ein bisschen. Ja, aber es ist echt stark. Auch der Stoff ist... Okay, gut, es riecht jetzt noch sehr neu, ne? Aber der Stoff ist echt angenehm, glaube ich. Recht dick, aber auch nicht zu dick. Also jetzt auf jeden Fall nicht zu dick für den Sommer. Sehr, sehr cool, Digga. Shoutout BHB DAO. Super Ding. Super Ding.